Da fließt sie hin, die Eiskappe Grönlands. Grund für die Schmelzwasserflüsse ist eine Hitzewelle mit Temperaturen über 20 Grad. Nach Medienberichten sollen allein an einem Tag 11 Milliarden Tonnen Oberflächeneis ins Meer geflossen sein. Laut UNO-Meteorologen verlor Grönlands Eisschicht allein im Juli 160 Milliarden Tonnen Eis. Das entspricht ungefähr 64 Millionen olympischen Schwimmbädern. Wenn das so weitergeht, könnte 2019 noch vor dem Ende des Sommers das Schmelzrekordjahr 2012 übertreffen. Ein Eisklimatologe. Videos zeigen die nicht mehr bedeckte Fläche der grönländischen Eisdecke. Sie können sehen, dass Wasser über die Oberfläche fließt und in Rissen verschwindet, wodurch das Eis im Inneren flüssiger wird. Das ist ein sehr gutes Beispiel für die vielen tausend freigelegten Quadratkilometer sehr dunkler Erde, die viel Sonnenlicht aufnehmen. Schmelzwasser strömt üppig an der Oberfläche, die grönländische Eiskappe schmilzt schneller und erhöht den Meeresspiegel. Was allein in den 3 Monaten bis Anfang August wegschmolz, beunruhigt auch UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. Tatsächlich hat die Hitzewelle, die Europa in den letzten Monaten getroffen hat, die Temperaturen in der Arktis und in Grönland um 10 bis 15 Grad Celsius erhöht. Im Moment nähert sich das arktische Meereis Negativrekorden. Das Verhindern von unumkehrbaren Klimastörungen ist das Rennen unseres Lebens und um unser Leben. Es ist ein Rennen, das wir gewinnen können und müssen. It is a race we can and must win. Seit der Steinzeit war Grönland übrigens nie Grünland. Erik der Rote, ein verbannter isländischer Mörder, nannte die Insel vor rund 1000 Jahren so, weil er hoffte, dass der Name Siedler anziehen würde.